Die Luft ist frei. Nice. Das hat keiner was mitbekommen. Sehr stark. Aber auch leise. Alles gut bei euch? Sag mal, was macht ihr da drin? Hattet ihr Sex hier oder was? Nein, ich hab sie geraten. Wie oft willst du denn noch klopfen? Emmy! Hallo, ich verstehe dich nicht. Die Jungs sind zu laut. Boah, ey. Ich könnte mich irgendwie nicht. Emmy, muss ich ehrlich machen? Kann ich jetzt, wenn ins Bad? Ich muss ganz dringend noch Klausuren nachholen mit den Schülern. Ich weiß. Ja, ich mache mich im Badezimmer fertig. Dankeschön, Dankeschön. Super. Was machst du denn? Boah. Du sollst konzentriert sein. Du meinst, ich war abgelenkt. Was? Ich war abgelenkt. Wieso denn schon wieder? Und diesen Schlipper hier. Was war denn das? Ist der ist doch mega sexy. Was ist sogar eine Kühe drauf? Mit einem Kuhschlüpfer abgelenkt. Wieso guckst du überhaupt runter? Nein, versteh mich nicht falsch. Schaut mega gut aus. Gefällt mir. Verarsche kann ich mich alleine. Ich verarsche nicht. Ja, genau. Also, was ist daran so schlimm, wenn Frauen noch mal ein bisschen bequeme Unterwäsche tragen? Ich finde das super. Ich trage auch gerne bequeme Unterwäsche. Ja, bei euch sind ja meistens immer ausgeleiert und ausgeblichen von das euch. Ist das aber, das liegt aber an kräftigen Oberschenkel, das ist das automatisch. So, ja, ja, genau. Daran liegt es. Ich meine es ja nicht böse. Ich könnte ja gerne mal zur Abwechslung Stringtennis tragen. So spitzen. Habe ich früher gehabt. Was? Ja. Echt jetzt? Ja. Auch mal. Okay. Aber fand ich unangenehm drinnen, wenn du so Ritzenputzer drin hast. Ja, siehst du? Also ist uns mal auch ein bisschen bequemere Unterwäsche gegönnt, okay? Finde ich absolut oder gar keinen. Das ist, ich mag auch gar keinen. Das ist immer sexy aus. Oh, jetzt kommt doch nicht der. Was ist denn jetzt für eine Nummer hier? Was? Ich bin ehrlich. Wir sind im Training. Wir sind jetzt hier im Schlüpfertraining. Du mal halt, ich wurde abgelenkt. Okay, das geht. Ja. Ob Tom gemerkt hat, dass mir mein Schlüppi ein bisschen peinlich ist? Ich meine, ja, er sagt, er findet mich trotzdem sexy. Aber ich hätte schon irgendwie mal Bock, mir mal wieder was Neues zu gönnen. Ist ja auch schließlich ein bisschen Self-Care. Geht das? Ja. Okay. Geht alles. Bist du sicher? Wollen wir Jenga spielen damit? Ja, unbedingt. Okay. Oh, knappe Tasse. Was macht ihr denn? Mann! Habe ich dich wieder erschreckt? Super. Oh, klasse. Hi. Hi, Franzi. Hallöchen. Was ist? Ich wollte einfach hierher kommen, weil es hier so schön ist. Hä, hey, musst du nicht arbeiten? Doch, eigentlich schon, ja. Schüler? Basti, Nachholklausuren. Tom, frei. Deswegen bin ich hier, ich will was machen. Ich hab Max genannt, Spaß. Schön, dass du was machen willst. Ich muss aber arbeiten. Ah. Es tut mir leid. Franzi, willst du was machen? Franzi muss auch, auch arbeiten. Ich muss auch arbeiten. Wir müssen beide arbeiten. Offensichtlich haben wir beide Hände voll zu tun. Deine wahrscheinlich auch noch so brechend voll, wie es hier ist. So ist das. Ja, naja, aber so wie es hier ausschaut, kannst du doch alleine stemmen, oder Franzi? Ich glaube, das kriegst du gut alleine hin. Oder? Nicht für lange. Nur für eine gewisse Zeit. Wenn du mich so nett fragst. Wenn du mich so nett fragst, dann hast du früher Feierabend, Emmy. Dankeschön. Bitteschön. Mmh. Hast du gut gemacht. Dankeschön. Danke. Nur für dich. Mmh. Für uns. Was wollen wir machen? Ich hab sehr viel Zeit. Oh, das trifft sich sehr gut, weil ich wurde ja heute Morgen so scharf wegen meiner Unterwäsche kritisiert. Was? Ich finde, ich könnte ein paar neue Dessous und ein paar tolle Teile gebrauchen. Ein paar neue. Das ist eine gute Idee. Ja, ne? Kennst du einen Laden? Oh, ich kenne richtig guten Laden. Aber ich muss dich warnen, der hat sehr heiße Teile. Oh Gott. Ja, dann musst du vorgehen und mich schützen. Ja, das krieg ich hin. Alles klar. Bis dann. Ciao, viel Spaß. Aber es könnte wirklich lange dauern. Du, ich habe sehr viel Zeit. Das sind auch die Klausuren. Hey. Sherlock. Ja, ist okay, so einen ähnlichen hab ich, aber. Hallo. Hi. Wir brauchen echt sexy Sachen. Okay, ja klar, kommt mit. Hier. Oh, ja, genau, das spricht uns an. Vielen, vielen Dank. Braucht ihr sonst noch was? Nö, danke, erstmal. Erstmal nicht. Okay, super. Danke. Gerne. Ja, die eher, ne? Wohl. Ich meine, ja, was Neues ausprobieren, aber das verdeckt noch so viel. Du willst freizügiger. Etwas. Ich und Haut sehen? Ja, du hast eine schöne Haut. Hey! Gut, aber Haut zeigen und oh, ich weiß nicht, weißt du, ich magst du die Farbe? Ja, die ist schön. Cool. Lass doch mal. Die hat schon was.
ich zeig dir einfach mal, okay? Was ich? Ich lasse meine Fantasie freien Lauf. So, sorry. Hey, aber das ist jetzt so absolut nicht alltagstauglich. Ja, okay. Nicht alltagstauglich, gut. Weißt du? Dann habe ich eine bessere Idee. Wie wär's denn? Mann, aber schau mal, das ist doch alles so gar nicht. Das bin ja nicht ich. Dann lass doch die alte Emmy mal beiseite. Sei offen für was Neues. Du willst Veränderung. Wir schaffen dir die Veränderung. Und die fängt mit Kleidung an. Ich finde, das steht dir echt gut. Das ist nicht alltagstauglich. Aber ja. Ich finde schon, find schon. Ich probier die mal an. Ich muss mir einfach mal was wagen, oder? Das ja, genau. Das ist auch schick. Was sagst du denn? Komm, wir probieren einfach, okay? No risk, no fun, oder? Du musst ja auch mal was Neues wagen. Ich bin dabei in der Männerabteilung. Okay. Komm mit. Und, bist du soweit? Ja. Ach, dann komm doch, bitte. Ich will es gerne sehen. Pass auf, es sieht echt gut aus, aber das ist nichts, was ich in der Öffentlichkeit tragen würde. Komm schon, lass mich teilhaben. Ich will es beurteilen können. Und dann entscheiden wir gemeinsam, oder? Teamwork. Tada! Wow! Was sagst du? Du siehst richtig neu aus. Neu? Die neue Emmy. Ja, es ist schon echt schön, aber ich würde es nicht in der Öffentlichkeit tragen, um ehrlich zu sein. Ich finde es sehr schön. Ich meine, es betont genau die richtigen Bodyparts. Die Kultur, deine Beine. Wow. Braucht ihr noch Hilfe? Ja, doch schon. Ja, ich finde die richtigen Worte. Sieht doch sehr, sehr schön aus mit dem. Ja, also ich finde, es steht dir wirklich sehr, sehr gut. Also du kannst es echt tragen. Dankeschön. Ja. Oh, sorry, ich muss mal kurz nach vorne. Alles klar. Okay, tschüss. Weißt du was? Ha. Vielleicht würde ich das so in der Öffentlichkeit tragen, weißt du? Ich meine, es ist ja trotzdem sexy, aber dann ein klein bisschen bedeckter durch die Jacke. Hm? Wow. Schon so geht's, oder? Ja. So mag ich das auch. Du siehst echt bezaubernd aus. Findest du? Ja. Dankeschön. Genau so stelle ich mir meine Traumfrau vor. Na, okay. Gut. Also, next one? Next one? So. Was? Luft ist frei. Nice. Es hat keiner was mitbekommen. Sehr stark. Aber auch leise. Alles gut bei euch? Sag mal, was macht ihr da drin? Hattet ihr Sexe oder was? Nein, ich hab sie geraten. Findet ihr das lustig? Ich ruf die Polizei. Nein. Nicht die Polizei rufen. Nicht die Polizei rufen. Es war eine Scheißaktion, ich weiß. Es tut mir sehr, sehr leid. Nee, das geht einfach nicht. Nee, ey, ich kann die Klamotten keinem mehr anbieten. Ach doch, die müssen nur gewaschen werden. Ich finde das nicht okay. Ich rufe wirklich die Polizei. Nein, nicht rufen. Es ist halt dazu gekommen, die Klamotten sind halt echt scharf. Ja. Besonders an dir. Dankeschön. Und an ihm auch bestimmt. Aber trotzdem, wir finden sicher eine andere Lösung, oder? Sagen wir einfach, Sie nehmen meine Karte, warten bei der Kasse auf mich und wir kommen mit der ganzen Klamotten. Nee, das geht nicht. Ich möchte alle Klamotten kaufen. Nein, das geht wirklich nicht. Nehmen Sie mal die Karte, ich habe noch eine Idee. Das ist für Sie. Trinkgeld. Für die Kooperation. Wahnsinnsgeschäft. Ja, okay, ich drück noch mal ein Auge zu. Von mir aus. Angebot, das sie nicht abschlagen konnte. Danke. Du kannst doch nicht einfach diese ganzen Klamotten jetzt kaufen. Du siehst aber scharf aus in den Klamotten. Ja, danke, aber das ist eine Menge Geld. Nee, so viel ist das nicht. Oh. Krass, also wie du sie überzeugt hast, war schon ein bisschen hot. Also. Okay, also wenn das hot war, dann würde ich vorschlagen, noch eine Runde. Nein! Sie ist abgelenkt? Ey, komm. Okay, also bevor sie sich das auch anders überlegt, okay? Gut. Vielleicht später. Hast du alles? Das braucht wir noch, das ist sehr wichtig. Ja. Na, wie siehst du denn aus? Gut, wie sexy ist das denn? Echt cool. Kann man machen. Wo wart ihr denn shoppen? Ich schicke dir die Adresse. Oder schreib sie dir auf. Genial. Geiler Laden. Ich auch gerne. Ja, ich sehe schon. Würde mir wahrscheinlich hochschreiben vielleicht. Mal gucken. Werde ich mal probieren. Okay, was wollt ihr trinken? Zwei Bier. Ja. Mach ich euch. Danke. Du hast Geschmack. Sieht Geschmack.
Du auch, weil du hast es ausgesucht. Ich habe geholfen, ich habe nicht mehr gemacht. Du hast den Rest gemacht. Dir steht das halt auch verdammt gut. Dankeschön, finde ich auch. Finde ich auch. Du könntest auch einen Topflappen tragen, das steht da trotzdem. Oh, hätte ich das gewusst, dann hätte ich mal den gekauft. Nein, 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 das passt nicht. Vor allem finde ich, dass dir die Unterwäsche sehr gut steht. Du meinst die, die noch in den Tüten drin ist? Hey, du! Das sah aber wieder schick aus. Du hast keine Ahnung. Überraschung. Gehen wir mal kurz nach hinten. Einfach mal. Ich habe da eine coole Stelle gesehen. Ich möchte dir die Stelle zeigen. Du weißt von nichts? Maximale Erfolge, ne? Die volle Anzahl, wie die verkaufen werden. Meinst du? Meinst du, ja? Lass uns beide nicht zu mir gehen und vielleicht auch nicht zu dir. Was für ein erfolgreicher Tag. Ja. Bist du happy? Ich bin absolut happy. Ich meine, schau mal. Es sieht schon gut aus, oder? Ja, sieht echt gut. Und ich habe mich lange nicht mehr getraut, sowas anzuziehen. Das freut mich sehr. Dir zu verdanken. Das ist schön. Lass mich in Ruhe und Ruhe, Mensch. Hey, das kann doch nicht. Wow. Hey. Hey. Hey, Amy. Na, wie ist es? Na, was geht? Hey, Mathelehrer, Tom. Sorry. Was denn? Wie sieht es anders aus? Es sieht jetzt nicht schlecht aus, aber irgendwie... Anders, ja, aber toll anders. Ja, mal was anderes anders. Sieht schick aus. Sieht gut aus, ne? Finde ich auch. Ja, yeah, sieht toll aus. Ja. Sexy, scharf, hübsch. Ja, okay. Ja. Dann noch danke, so finde ich auch. Ja, wollen Tom wir jetzt... Tom hat es ausgesucht. Ich habe mitentschieden. Also, mitgeholfen. Er hat ausgesucht. Mitgeholfen. Warum lachst du da jetzt so? Ich lach nicht. Was ist das Problem? Nein, alles gut. Er hat es ausgesucht, finde ich gut. Mitgeholfen. Mitgeholfen, ausgesucht. Cool. Gut, Schmitti, weißt du was? Ja? Du hast bestimmt deine Gäste und wir gehen einfach mal weiter. Ja, klar. Ich wünsche euch dann noch einen wunderschönen Nachtspaziergang. Ja. Danke. Viel Spaß heute Abend noch. Ja, klar, du auch. Und du auch, Mathelehrer. Okay. Okay. Was denn? Er findet das schick. Ne? Finde ich gut. Finde ich auch. Du, ich werde mir bestimmt nicht irgendwelche Modetipps von einem Florian Schmidt abholen. Okay, und was mit einem Tom Fröhlich? Der hat's mir eingebracht. Warum mussten wir ausgerechnet Schmitti treffen? Mann, der wird doch sicher Kretze davon erzählen, dass Tommy diese sexy Klamotten ausgesucht hat. Dabei wollte ich einfach nur mal was Neues ausprobieren. Tom zahlt jetzt deine Klamotten? Was ist denn für ein Outfit? Ist das Mode? Okay, du hast mich versprochen, halt dich rauszuhalten. Du bist halt toll, wie du bist, aber... Ja, auch so! Naja... Checks! Und genau auf diese Scheiße hatte ich keinen Bock, weil ich mich jetzt wieder frage, ob Kretze nicht doch irgendwie recht hat. Weil der kennt mich einfach schon ewig, das ist Fakt. Jetzt habe ich eine Nachricht von Sascha bekommen, mein nächster Kunde. Der sieht voll gut aus. Warum küsst du einfach einen anderen? Na, wie fühlst du das an? Wir trinken halt so lange, bis wir halt einen Blackout haben. Na genau, danke. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Sie sieht so aus wie Joe. Das war Joe und du hast Joe deinem Ex-Mann vor die Füße gekotzt.